Activision. Fromme Software. Here we go. Ich glaube, ich muss die Musik wenigstens ein bisschen leiser stellen. Ja. So, damit mir das nicht komplett die Gehörgänge wegballert und ich glaube, dass es so für den Stream und für die Aufnahme auch besser ist. Also ich sollte vielleicht danach kurz mal raustappen. Oh, Momente, Kamera leckt mal kurz einen Moment. Zack, Ton ist auch mal kurz aus. Ich sollte dann, wenn ich dann schon mache, hier den Streamtitel noch ändern. So, das ist geändert. Jetzt machen wir das wieder groß. Jetzt legt meine Kamera nochmal kurz. Und ja. Gut. Das sollte aber eigentlich alles funktionieren. Ja, wir spielen jetzt Sekiro. Ich hoffe, ich denke daran, das in der Folge rauszuschneiden, dass ich dann noch den Streamtitel geändert habe. Wenn nicht, bin ich halt dumm. Aber ist halt so. Ja, das ist alles okay. Muss ich hier dann in-game gucken, wie es ist. Oder?時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいなら狼よ。
Isshin no Kunitori kara 24 nen. Hashina no Kuni wa Shayou ni ari. Ookami no Shinobi wa subete wo ushinatte ita. Sodate no Gifu mo mamoru beki aruji mo. Shinobi, let's go, würde ich sagen. Das läuft verdammt flüssig. Und nachdem man Dark Souls gespielt hat, ich das jetzt ehrlich nicht erwartet. Ach, sorry. Ein Brief, in den Brunnen geworfen wurde. Kurswolf. Schicks erwartet euch im Mondblickturm. Entkommt aus dem Brunnen und findet den mondlichtgetauchten Turm. Auch ohne Klinge könnt ihr ihn erreichen. Seid lautlos, seid aufmerksam. Man kann im Wasser springen, okay. Gut, hier geht's nicht weiter. Aber doch, Dark Souls fühlte sich im Vergleich dazu echt clunky an. Dark Souls 1 halt, ne? Ah, Wandsprünge. Oh, nice. Ah, okay. Reindrücken ist crouchen. Es sieht vor allem auch echt schön aus. Gut, ich meine, klar, Dark Souls ist, selbst das Remastered ist ja schon von 2018, glaube ich. Sekiro ist ja noch nicht so alt. Heimlichkeit, bleibe unentdeckt, indem du dich duckst und im Gebüsch versteckst. Oder dich unter den Bäumen unter dem Boden bewegst. Unter dem Boden? Du besitzt zurzeit kein Schwert, weiche Feinden mit Heimlichkeit aus und begib dich zum Mondblickturm. Wenn du kurz davor bist, entdeckt zu werden, erscheinen Warnsymbole über den Köpfen der Feinde. Oh Gott, das Schließen ist ja. Hättet ihr das mal getan? Glück kann der Wolf in engen Räume kriechen, zum Beispiel unter den Boden. Kimi
Das heißt, wir haben halt doch noch nicht alles verloren. Der junge Mann lebt nämlich noch. Hier runter, I guess. Uiuiui, okay. Und man kann auch hochspringen, okay. Hallo. よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました。我が主。うむ。表を上げよ。 サビマル、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。ギョイ。 Aber natürlich, wir haben die verehrte Klinge freigeschaltet der Wissenschaft. Okay. Er war tatsächlich eingesperrt, okay. Okamio. Oh, hoppala. So da. Sonata ni kore o takso. Yakusui no hyotan da. Kore de kizu o iyashite kure. Eine Kürbisflasche mit Medizin, die Vitalität wiederherstellt. Rasten füllt die Kürbisflasche wieder auf. Hergestellte Dr. Dogen. Auch wenn es befremdlich wirkt, die Flasche sich von alleine auffüllt, liegt das Geheimnis vielleicht in den Samen im Inneren. Sate, sonata no karada, sono nochi daiji wa nai ka? Sono nochi to? Ano yo no koto, oboete oranu no ka? はい。いや、司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を脱さねばならぬ。行為。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様より、そう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたらそうだな。アシの羽笛で合図をくれるか。 ほら、昔聞かせてくれただろう。こうピーッとな。その音を頼りにそなたの元へ行こう。オッケー。 Schnellobjekte benutzen. Du kannst verschiedene Schnellobjekte durchblättern, je nach Situation verwenden. Wenn du zum Beispiel Schaden erleidest, kannst du dich heilen. Kannst du das Schnellobjekt benutzen. Schnellobjekte durchblättern. Okay, alles klar. Das macht man hier jetzt dann mit der. Sieht das jetzt ausrüsten? Ausrüstungsstunde kannst du deine aktuell ausgerüsteten Schnellobjekte wechseln. Für die 5 Plätze kannst du Schnellobjekte nach Bedarf ausrüsten und wechseln. Ist ja aber noch. Ach, hier. Heimkehrfigur. Ach so, okay, das ist so wieder Heimkehrknochen. Bei Dark Souls. Okay. Okay, das hat erstmal nur eine Aufladung, okay. Gibt's hier oben noch was? Aha.
Kügelchen. Medizinische Kügelchen, die langsam Vitalität wiederherstellen. Ein geheimes Verfahren, das seit Generationen in diesen Ländern weitergegeben wird. Aufzeichnungen zufolge wird es seit langem in Kämpfen eingesetzt und führt zu den berühmten Widerstandsfähigkeit der Ashina-Krieger. Ein Kästchen voller Kügelchen kann auch als Kampfamulett dienen. Okay. Das wollte ich haben, danke. Da kommen dann die Kügelchen rein. Da wir können nichts mehr in der Flasche haben, stellen wir mal erstmal auf die Kügelchen um. Hast du sonst noch was zu erzählen? Ein Geheimgang, der in die Burg führt. Ja, alles klar. Da machen wir hier mal die Tür auf. Ich würde mal davon ausgehen, dass wir relativ zügig hier... RB-Angriff bei durchbrochener Haltung, Todesschlag ebenfalls RB. Okay, das ist ja easy. Das ist ja derselbe Button. Ich gedacht, das ist vielleicht ein anderer. Ein Shinobi wird die Haltung seines Gegners durchbrechen, zum Beispiel durch Angriffe möglich ist. Wenn die Haltung des Gegners durchbrochen ist, ist er für einen Shinobi-Todesschlag anfällig. Dass man das nicht einfach so beklicken kann, ist nervig. Ich weiß, man kann die auch einfach... Man kann die auch von hinten umbringen. Also man kann sie halt einfach wegmorksen. Alter Schwede. Ich habe einfach intuitiv weggeparried. Lol. Das war lucky. Bin ich ehrlich. Hier ist Parry, ne? Gibt's hier noch was? Und hier gibt's auch nichts. Okay, es sind bis jetzt nur die beiden vorderen Trigger. Ja, komm. Parryen. Bei feindlichen Treffern parieren. Manchmal reichen Angriffe nicht zum Durchdringen der Haltung des Feindes. Parieren feindliche Angriffe durchdringt ihre Haltung ebenfalls. Ein erfahrener Shinobi erreicht durch den Wechsel von Parieren und Angriffen einen schnellen Sieg. Na dann, let's go. Aua, ja, ist gut. Okay, das Parry-Fenster, das muss ich noch ein bisschen üben. Gebe ich zu. Wir wollen wahrscheinlich da zum Tor. Wir können aber auch... Zielerfassung. Wenn du dein Ziel erfasst, dein Feind immer... Kannst du viel leichter angreifen, parieren und andere Kampfaktionen ausführen. Ja, okay, das ist halt wie bei Dark Souls, ne? Wenn hier oben sind noch zwei drinne, kann ich die von hier unten? Achso, die sind hier gar nicht mehr drinne. Okay. Sind die beiden hier vorne noch? Ist nur noch einer, ne? Nehme ich mit. Kann ich jetzt in das Gebäude rein? Naja, wa? Nein, okay. Dann nehme ich. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit... Können wir hier irgendwie oben lang? Ja, oder? Ich will mich aber nicht an der Kante runterhängen. Warte mal, kurz mal orientieren. Ja, das ist das Tor, ne? Ja. Ups, da hat es gerade ein bisschen geleckt. Der da hinten sieht mich leider. Warte mal, ich kann hier doch auch. Ich hab doch hier eben irgendwie den. Da hinten ist doch so ein Dingens. Hm. Warte mal, dann machen wir das mal anders. Ich möchte jetzt gerne einmal. Der kommt, sehr gut. Leckt gerade ein bisschen warum. Auf zu lecken.
Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, gegen beide gleichzeitig zu kämpfen. Deswegen will ich mal was probieren. Direkt am Anfang. Wohin gehst du? Du hast dich da jetzt schon umgedreht, der andere noch nicht. Der andere dreht sich jetzt um. Wenn ich jetzt schnell genug bin, kann ich den noch bestimmt... Ja! Und dasselbe auch noch mit dir. Komm mal her. Du kommst bestimmt alleine, oder? Ah, nein, du kommst nicht alleine. Das ist natürlich unlucky. Oh, nice. Zack. Also die ohne Panzerung sind halt rein mit Angriffen relativ easy zu machen. Der andere, die anderen sind halt dann so ein bisschen härter im Nehmen. Wer bist du denn? Du siehst irgendwie stark aus. Das gefällt mir nicht. Ah ja. Anführer Shigure Yamaditchi. Was? Konterhieb kannst du ausführen. Wenn du direkt nach dem Parieren angreifst, dabei fügst du eine weitere Chance von dem Feind, der keine Zeit sich zu erholen. Okay. Ei! So, ich bin aber noch nicht tot. Stehen wir wieder auf. Was hatte er denn da für Augen, Alter? Holy shit. Todesschlag gegen starke Gegner. Manche starke Feinde kannst du nur mit mehreren Todesschlägen besiegen. Die Anzahl der benötigten Todesschläge wird von den roten Kreissymbol über der Vitalitätsanzeige des Feindes angezeigt. Jeder Todesschlag entfernt ein Symbol. Okay. Da hat er mich gekillt. Okay. Heine Kürbisflasche, genau, schon den Gegner. Ich hatte halt keine Kürbisflasche und keine Kügische mehr. Jetzt sind die alle wieder da, ne? Ah, ihr gebt mir auch einen Sack. Aber ich bin voll. Immerhin. Warte, wenn ich jetzt schnell genug langsam da hinten rangehe, kann ich den noch von hinten einfach wegdödeln, oder? Ja. Ey, das ist aber unfair. Was war das gerade? Achso, meine Haltung war kacke. Okay. Arschloch. Okay, meine Haltung war gerade garbage, deswegen bin ich gerade, ich gerade so auf den Sack bekommen. Geil. Stopp mal leise. So, da oben muss ich ja eigentlich nicht hin, ne? Da kann ich aber hin. Wir können dann wieder dieselbe Show wie eben abziehen, weil das, glaube ich, einfacher ist. Und ein bisschen schneller geht. Als wenn ich gegen die beiden allein kämpfen würde. Oh, Alter, ich glaube, zu lenken. Warum leckst du manchmal so? Das verstehe ich nicht. Hm. Die Schattenqualität. Warte mal, nochmal folgendes. Objekte, die du besitzt, kannst du im Inventarmenü ansehen. Okay, ja, alles klar. Audio und Grafik, Grafikoption. Gibt es hier sowas wie Schatten? Schattenqualität. Was meistens nämlich irgendwie ein bisschen ekelhaft ist. Und Schatten sind mir eh egal. Okay, der hat mich schon gesehen. Oder ist V-Sync oder so eine Scheiße an. Das kann natürlich auch sein, da habe ich nicht drauf geachtet. Am Schatten scheint es nicht zu liegen. Automatische Qualitätsanpassung aus. Qualitätseinstellung. Ist hier sowas wie V-Sync? Muss man auf hoch. Schillerqualität. Hier nicht. Ist hier irgendwo Audio und Grafik, Untertitellichkeit, Bildqualität, gibt's auch sowas nicht? Spieloption?
Automatisch ziehen ein. Kamera, Controller, Tasten, Eingabegerät, Netzwerkeinstellung. Okay, gibt's auch einen Online-Offline-Modus. Na geil. Grafikoptionen, Spiel beenden. Okay. I don't know. Oh, warte mal, ist der alleine unterwegs? Das ist natürlich nice. Wie laut bin ich, wenn ich irgendwo runterfalle? Oh, nicht sehr laut, das ist nice. Dann. Das ist natürlich perfekt. So, jetzt kommst du auch bitte noch. Ach, komm her. Hi. Hallo. Wie geht's? Wie steht's? Ich komm zu dir runter, das dauert mir sonst zu lange. So. Das ist jetzt wiederum scheiße. Oh, nee, nicht crouchen. Das ist gut. So. Jetzt haben wir das 1 gegen 1. Sehr gut. Sehr gut. Ach, halt die Klappe da hinten. So, dann komm du mal wieder her. Ja, steh auf. Heute noch. Kannst du verschiedene schöne Objekte durchblättern, je nach Situation verwenden? Ja, kann ich jetzt gerade nicht. Ich muss den jetzt erstmal kurz wegnaschen hier. So. Kügelchen. Haben wir wieder gekriegt. Sehr gut. Ach, die Flasche ist ja auch wieder aufgeladen. Stimmt. Stimmt. Ja, definitiv. Bin mal gespannt. Kann von dieser Seite aus nicht geöffnet werden. Ach, wer hätte das erwartet? Hier haben wir noch ein Item. Hand voll Asche. Verwerfe Würfe Feinde, um kurzzeitig abzulenken. Okay. Ich kann hier einfach runter. Oh, hier aber nicht. Aber hier kann ich nicht runterhängen, oder? Ja. Und wozu? Wait, warte mal, von hier bin ich gekommen, kann das sein? Ach, da oben will ich hin. Well, it's crazy. Let's go. Oh, uiuiui, erstmal ein schönes Leck. Oh. Ich muss halt echt nochmal gucken, woran das Licht ist, das leckt. Kono hashi no shita, hori no donzumari ni nuke ana ga aru jaro. Asoko mo mihari teoto no ose jato. Da ist irgendein Vieh. Hey, Mister. Ah, oh, du bist böse. Und fucking ugly, Alter. Holy shit. Okay. I mean, das ist natürlich, ne? Unter der Brücke soll es einen Geheimgang geben, also gehe ich mal davon aus, dass es da unten sein soll. Ja, das ist auch ein Item. Noch mehr Kügelchen, das ist natürlich geil. Ah, okay, man kommt dann da auch auf die andere Seite. Und theoretisch auch noch da unten. Ah, das ist mega unter der Brücke.
Ui, lecky leck leck. Das scheint der Fluchtweg zu sein, den göttlichen Erben. Oh yeah. Fireworks, danke für den Raid. Danke, danke. Dies scheint der Fluchtweg zu sein, den göttlichen. Ja. Hi ho. War jetzt nicht so schwer zu finden. Hi, Shirax. Ja, erstes Mal Sekiro. Oh, entspann dich. Achso, der rennt mir jetzt hinterher, ja. Na gut. この城を出て伊豆子へ参ろうか。まずは芦名の国を離れるか。あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。 いや。 So, ich muss mal kurz.